Neben mir steht wieder Simon Dückert. Simon, wir haben oder ich habe eben erfahren, dass du heute eine Working Out Loud Session geleitet hast. Worum geht es bei Working Out Loud? Also ich habe einen Working Out Loud Circle moderiert. Working Out Loud ist eine Methode, die kommt aus USA von John Stepper. Wir haben mal das Buch mitgebracht, ist gerade erschienen in Englisch. Und da geht es im Prinzip darum, einen strategischen Ansatz zu finden, wie man sein eigenes Netzwerk verwenden kann und das Netzwerk einen unterstützen kann bei der Erreichung eigener Ziele. Nun, wie der Name vielleicht schon sagt, Working Out Loud bedeutet, ich teile sozusagen Dinge, die ich in meinem Arbeitsalltag tue. Es können Fragestellungen sein, Ideen, Probleme mit meinem Netzwerk, typischerweise dann eben in sozialen Medien. Das kann Twitter sein, das können aber auch interne Medien sein. Und schaue eben, dass mir Leute helfen können, meine Ziele zu erreichen und umgekehrt Leute eben auch profitieren von dem ich tue. Also gelebtes Geben und Nehmen. Und was ist ein Working Out Loud Circle? Naja, wenn man sich jetzt überlegt, wie bekommt man Leute dazu, so eine Methode zu praktizieren, dann könnte man jetzt sagen, naja, die sollen halt das Buch lesen oder die sollen ins Seminar gehen. Damit wird aber in der Regel keine Verhaltensänderung erreicht und auch nicht stabilisiert. Deswegen hat der John Stepper, der die Methode entwickelt hat, gesagt, man soll sich innerhalb von 12 Wochen regelmäßig treffen, maximal 5 Personen. Also so ein Circle besteht aus 5 Personen, angeleitet durch einen Facilitator, das ist das, was ich heute eben gemacht habe, und auch durch sogenannte Circle Guides. Also das ist eine Leitfaden, was in diesen 12 Wochen dann passiert, wie die ablaufen, sich dem nähern und den Ansatz eben für sich zu konzipieren. Die ersten 4 Wochen beschäftigt man sich mit der Strategie, also welches Ziel verfolge ich eigentlich damit, welches Netzwerk brauche ich, um die Ziele zu erreichen. Und die zweiten 8 Wochen oder die Woche 5 bis 12 sozusagen dient dazu, dann dieses Verhalten zu stabilisieren und zu sagen, es wird für mich ganz normal, jeden Tag auf Twitter was zu posten, um anderen zu helfen, ja, und das eben zu einer ganz normalen Routine dann zu machen. Das sieht ja ganz nach einer neuen Form von persönlicher Entwicklung, von Lernen aus. Wärst du bereit, das auch als Session beim Corporate Learning Camp, vorzustellen? Kann ich gerne machen. Ich kann auf der einen Seite von den 3 Circles, die wir jetzt in der deutschsprachigen Community gestartet haben, mal von den Erfahrungen berichten. Auch erzählen, wie man sozusagen solche Circles aufsetzt. Und Ziel könnte dann sein, dass die Leute aus der Session rausgehen und ihren eigenen Circle starten und dann vielleicht auch im Corporate Learning Camp nächstes Jahr davon berichten. Oh ja, also ich freue mich drauf auf deine Session zum Thema Working Out Loud beim Corporate Learning Camp am 9. und 10. Oktober 2015 in Frankfurt. Danke für das Interview.